Luc Besson als Regisseur, Robert De Niro in der Hauptrolle, Tommy Lee Jones in einer Nebenrolle. Das muss ein gewaltiger Film sein, dachte ich mir. Und so guckte ich The Family, zu Deutsch Malavita, denn so heißt der Hund, der so ein paar Frames in diesem Film vorkommt. Und ich kann sagen, ja, ich habe ein paar Mal geschmunzelt. Allerdings, so nach einer halben Stunde fragte ich mich, wann passiert eigentlich mal was in diesem Film? Eine Mafia-Familie aus New Jersey kommt irgendwo in einem französischen Dorf an und ja, da gibt es so ein paar lustige Zwischenfälle. Aber dann irgendwann denke ich mir, okay, sie haben sich eingelebt, es ist jetzt irgendwie der Spaß, ist so ein bisschen rum, so langsam könnte ja mal was passieren. Und ja, wir wissen, ein Mafia-Boss ist auf der Suche nach ihnen und will die alle dran kriegen. Aber bis dann endlich mal jemand kommt und wirklich den Garaus machen will, bin ich schon fast eingeschlafen. Deswegen gibt es für Malavita leider nur 6 von 10 Punkten. Hätte man den um eine halbe Stunde gekürzt, dann wäre es ein 80-Minuten-Film. Der hätte durchaus Knackigkeit, Würze gehabt, dann könnte man dem durchaus mehr geben. Aber nein, 6 von 10 für Malavita.